Hallo und herzlich willkommen zurück zur WoW Challenge. Es ist eine Einladung gekommen. Nehmen wir die mal an. Yay! Boah. Was für ein geiler Ladebildschirm. Natürlich schon erstmal grüßen. Ich grüße euch. Ja. Das Haus der Augen hat endlich jemanden entsandt, mich zu töten. Versucht es nur. Ich bin außer Reichweite. Die Schrecken dieser Hallen machen kurzen Prozess mit euch. Stradamas Seuche wird bald mein sein. Wir überbringen Grüße. Warte mal, ich muss ja auch drauf informieren. So, ich habe eine Quest. Jetzt kann ich in Ruhe alles niedermetzeln. Oder? Komm, gib mir den anderen mit und sammeln die später. Oder wir finden die noch mitten auf dem Weg. Ja, mitten auf dem Weg. Alles klar. Ich muss näher ran. Ich habe kein Ziel. Ja, das Getreu ist noch oben. Das ist zu weit weg. Ja. Außerdem habe ich fast ganz mal Draxus erkundet und ich kenne sie nach alle Häuser. Ich brauche ein Ziel. Und zwar, ich nenne einfach alle. Das Haus der Seuchen, das Haus der Augen, das Haus der Rituale. Dann haben wir. Warte mal. Ich muss mal genau überlegen. Nicht, dass ich vergessen habe. Mal Praxis. Das Haus der Augen, das Haus der Rituale. Das Haus der Seuchen. Und das Haus der Konstrukte. Zumindest das lange Rätsel, was ich mir selbst gestellt habe, endlich gelöst. Anne Lyria ist noch hier. Hallo Lyria. Oh, das wird ein Spaß. Ich bin außer Reichweite. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich habe kein Ziel. Wie? Überall Popel. Und dieser Popelmann. Popelmann. Ein Ziel. Diese Monster sind eklig. Hat jetzt. Ich glaube, einer von denen. Ja, das ist ein Endgegner hier. Dann werden wir also nichts verpassen. Ich mag es nicht, nichts zu verpassen. Warte mal, wer heilt denn hier? Eindringlinge!
Ihr werdet am Stück verschlungen. Hände weg! Ah! Die Seuche breitet sich aus! Hände weg! Der Schrei muss fressen! Ja, nice! Ist gestillt. Ja, ein bald. Vorgeschmack auf das, was die Seuche anrichten kann. Sobald ich sie kontrolliere, wird Maldraxxus bezahlen. Stufe 57 erreicht. Hallendisch. Guck ich mir später an. Komm schon, nutz die Heiltränke, die habe ich dir doch dafür gegeben. Oh, die Arme. Ich mag es nicht, wenn Rückkehrer sterben. Ich bin außer Reichweite. Vielleicht hat sie auch zum ersten Mal in WoW Heiltränke bekommen. Also ich will dich jetzt nicht irgendwie dir irgendwas vorschreiben. Ich will dir nur helfen. Ihh, hab ich voll gekonnt. Das ist zu weit weg. Wunderbar. Noch mehr Versuchsobjekte. Lass die Seuchenbohrer frei. Was? Liria, das ist die hübsche Vulpera-Dame. Ja.
Ich muss zuerst etwas anvisieren. Euch seziere ich persönlich. Also ich nutze schon mein Leben lang Heiltränke ein. Ich habe kein Ziel. Dann bin ich auch ein bisschen mehr gewohnt. Gleichzeitig. Oh. Die sind stärker. Vielleicht auch, wenn wir so ein gutes Team sind. Ich brauche ein Ziel. Wer wagt es, in mein Labor einzudringen? Wenn ich euch finde, werde ich euch gern meine Forschung demonstrieren. Wir greifen euch an. Geht schneller. Ich habe kein Ziel. Ich kann mich schon mal umgehen. Ich muss näher ran. Oh. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ihr könnt mein Genie nicht begreifen. Ich weiß nicht warum, wollte keinen Hass. Jetzt testen wir den Schleim an euch. Diese nächste Prozedur ist eine echte Bombe. Das ist zu weit weg. Etwas beschleunigen. Ich muss näher ran. Ja? Wo ist er? Ach, da. Ich bin außer Reichweite. Ich kann ihn nicht angreifen? Jetzt testen wir den Schleim an euch. Es wird Zeit, dass dieses Experiment zu einem explosiven Resultat kommt. Hier fehlt noch. Was ist dein Name? Ich hatte... Oh, was war das denn? Ihr habt also gesiegt. Aber um welchen Preis? Welch grässliche Mixturen fließen jetzt in euren Adern? Das ist die wahre Macht der Seuche. Sie bleibt Schwert. Zerstört alles, was sie berührt. Selbst den Sieger. Gegen ihn dürfen wir jetzt kämpfen. Ah. Wäre Akarek nicht so dumm gewesen, hätte er sich der Seuche angenommen. Würde das Haus der Augen noch stehen. Ich korrigiere seinen Fehler. Alle werden leiden, wie das Haus der Augen gelitten hat. Ich dachte, die würden jetzt dieses Monster angreifen. Weil der sich so kämpfend bewegt hat.
Jeder kann sich mal irren. Auch Füchse. Oh, jetzt lass mich in Ruhe. Oh, zum Glück bin ich schneller. So, ein Mist. Oh, nicht euer Ernst. Okay, wo lang jetzt? Ah! Ja, jetzt wie ein Tomb Raider. Ah! Verdammt! Ihr werdet mich nicht aufhalten! Es braucht nur einen Kratzer. Kein Ziel ist mir je entkommen. Euer Untergang kommt aus den Schatten. Meine Klingen werden euer Fleisch zerreißen. Kein Ziel ist mir je entkommen. Oh. Meine Klingen werden euer Fleisch zerreißen. Ziel ist mir je entkommen. Warte mal, ich geh mal weg von den anderen. Ah, verdammt. Ja. Ja. Meine Klingen werden euer Fleisch zerreißen. Ich werde euch an Ort und Stelle töten. Bald wird euch ganz Maldraxxus folgen. Ich habe ganz, ganz viele Waren. Alles klar. Diesen Dungeon werde ich hassen. Alles gut auf euren Reisen. Aufmotten geht. Du gehst denselben Weg, den wir gegangen sind. Ja, wie ist er einfach vorgerannt? Ich musste erstmal mein Ritual ausführen. Oh ne. Ja, genau. Wenn es sagt mir, ich kann schwimmen. Fürchtet den Dolch im Dunkel. Fangt auch nicht ohne mich an. Es braucht nur einen Kratzer. Ich werde euch an Ort und Stelle töten. Meine Klingen werden euer Fleisch zerreißen. Ich werde euch an Ort und Stelle töten. Ich werde euch zu Tode labern. Meine Klingen werden euer Fleisch zerreißen. Die Rache wird
mein sein! Handgelenk. Wer betritt das Haus der Seuchen? Wer sucht das, was nicht beherrscht werden kann? Wenn ihr diese Macht so sehr wollt, dann holt sie euch oder sie holt euch. Das ergibt keinen Sinn. Darunter? Willkommen. Wir haben euch schon erwartet. Ach, echt? Warte mal. Ist das nicht das alte "Ich hab euch erwartet" Klischee? Essenszeit, meine Diener. Yay, Essen. Gib heute Untote. Ich muss näher ran. Essenszeit, meine Diener. Schon wieder? Ich bin auch schon satt. Ich habe kein Seel. Mutter der Seuche, kommt euch holen. Letzte Arbeit, mein Stolz und meine Verdammnis. Ihr könnt diesem Schicksal nicht entgehen. Das ist zu weit weg. Mein Haus trieft vor Seuche. Ich hab vergessen, dass ich das ist dein Gequatsche aufhaltsam? Ihr könnt diesem Schicksal nicht entgehen, mein Haus. Ich bin außer Reichweite. Vor Seuche. Schön, dass es trieb. Warum machst du nicht überall diesen Tentakeln? Ich brauche ein Ziel. Die Pestilenz umschlingt euch. Mein Haus trieft vor Seuche. Das ist eine coole Fähigkeit. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Nicht den Baron. Das ist jetzt nicht geschnitten. Wow. Also die Bosskämpfe haben mir gefallen, nur die Umgebung war nicht gut. Überall dieses Seuchenwasser. Also ja, ich weiß, das soll das auch ein bisschen tiefer symbolisieren, wie man das auch ausspricht. Aber ich finde, die haben es echt übertrieben. Das ist wirklich gefährlich für Schurken. Erkundet mal Draxus. Ja, ich habe jetzt alles erkundet. Also, hier ist das Haus der Seuchen. Hier ist das Haus der Rituale. Hier sind die Augen. Und komischerweise auch das Haus der Rituale. Bisschen komisch. Hier sind die Konstrukte
unter die Auserwählten. Und da war es Theater und Schmerz. Ah. Was soll ich noch sagen? Wir haben eigentlich noch 5 Minuten Zeit. Aber ich glaube, das ist jetzt Quatsch. Ah, jetzt bin ich im Haus der Auserwählten. Da oben steht's. Ja, also ich habe ihr jetzt es wissen lassen, dass sie dabei war. Ich glaube, es war ihr auch ein bisschen klar. Habe ich ihr auch in der Pause geschrieben, dass sie mit zu sehen wird. Warum ist uns eigentlich das Haus der Auserwählten so hässlich? Das Haus der Konstrukte war viel schöner. Und das war immerhin auch eine große Stadt. Die sollen sie mir noch gar nicht aufgefallen. Oder die Nekropole. Aber was gibt's denn eigentlich noch zu sagen? Eigentlich gar nichts mehr. Außer, dass ich nochmal zu Drexus gehe. Wie heißt er nochmal mit Vornamen? Es werden wir ja gleich sehen. Das sieht plötzlich so anders aus. Na egal. Was bringt das jetzt noch, nach Drexus zu suchen? Ich würde sagen, das war's für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wird es auf jeden Fall gefallen haben. Wenn ja, lasst ein Like da, abonniert diesen Kanal, schreibt was Nettes in die Kommentare. Heute mache ich, glaube ich, nichts mehr. Bis zum nächsten Mal mit WoW Shadowlands. Vielleicht ist sie auch wieder mit dabei. Tschüss. Seid vorsichtig da draußen.